Ey, ich muss zum Lager. Ich bin gleich tot. Oh oh, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Lauf! So, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum zweiten Teil von Fate to Silence. Jawohl. Beim ersten Teil waren wir nicht so begabt darin, in der Wildnis zu überleben. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändern wird mit unserem zweiten Versuch. Okay. Guck mal, hier haben wir noch ein paar Sachen. Vorratslager. Ja, Leute. Ah ne, das ist von mir, das Vorratslager. Okay. Haben wir ein paar Sachen, die wir vielleicht brauchen können, benutzen können? Ein Bogen oder so? Ne, auch nicht. Gehen wir mal hoch. Oh, was haben wir denn hier alles? Na, wenigstens erfrieren wir hier drinnen nicht. Hier hat es auch nichts Besonderes. Okay. Da kann man bauen. Was auch immer man hier bauen möchte. Ja, gut. Dann würde ich fast vorschlagen, dass wir uns mal wieder zusammen in die Wildnis begeben. Hier hat es auf jeden Fall ein Lager, wo wir uns aufwärmen können oder wo wir auch ein bisschen was essen können, glaube ich. Gehe ich zumindest davon aus. Ist es gerade Nacht oder... Ja, durchaus. Ah, oben rechts, ganz, ganz rechts sieht man auch die Temperaturanzeige. Minus 4 Grad haben wir bis jetzt. Finde einen Unterschlupf. Suche mit der Sicht der Finsternis nach blauen Lichtsäulen. Nach blauen Lichtsäulen. Ja, hier. Also ich muss ja wahrscheinlich einen zweiten Unterschlupf finden, nehme ich mal an, oder? Hier können wir nichts mehr mitmachen. Boah, ist das dunkel. Minus 10 Grad. Können wir nicht warten, bis Tag wird? Ich finde es auch noch ein bisschen schade, dass wenn man sprintet, dass man nicht bewegen kann, die Kamera bewegen kann. Ah, hier kann man sich wieder aufwärmen. Okay. Herstellen. Ausruhen. 4 Stunden. Wie viele Stunden möchtest du ausruhen? Ah, 6, 7, 8. Nehmen wir mal 8 Stunden. Dann ist wenigstens auch wieder Tag draußen. Und vielleicht auch nicht mehr so kalt. Sehr schön. Gut. Wir sind aufgewärmt. Get inside. I'll crush it and you both. Hm. Boah, ist ja ein richtiger Schneesturm heute. Was ist das denn? Also auf jeden Fall tagsüber ist es nicht so kalt wie nachts. Das haben sie sich immer gut dran gehalten. Seht ihr, nur noch 0 Grad. Es dürfte ich auch nicht mehr so krass frieren. Hier komme ich hoch. Oh, okay. Den machen wir. Oh, das war knapp. Nein! Okay. Komm schon. Ja, das war's schon gewesen. Das war's leider schon gewesen. Die Viecher sind einfach mal abnormal stark. Keine Ahnung wieso, aber ist halt nun mal so. Ja, das kennen wir schon. Schnapp dir eine Waffe. Das Lager wird angegriffen. Also man wird hier wirklich ziemlich krass reingeworfen in das Ganze. Okay. Jetzt reicht's mir. Block das Vieh oder was? Du Missgeburt, ey, hier!
Okay. Oh, guck mal, also wenn wir die Fackel rausholen, steigt die Temperatur auch noch. Oh, da hinten ist was. Na, komm schon. Los! Nö, ist das nicht wahr, oder? Hä? Na gut, okay. Das ist ein bisschen... Kann halt vorkommen. Wir brauchen einen Bogen, Leute. Das wurde uns ja das letzte Mal gesagt, dass wir einen Bogen brauchen. Lasst mich mal schnell gucken bei den Einstellungen. Hier muss es doch Tastenbelegung geben, oder? Steuerung, Gamepad. Hier. Sprint. Jump. Mit Left. Alt. Okay, gut. Das tue ich schnell mal schnell abändern. Weil ich lieber mit Space springe. Wo haben wir es hier? Sprint, Spring. Spring, Sprint. Left Alt. Replace. Jump. Bestätigen. Safe and close. Jetzt gucken wir mal. Ja. Und hiermit. Genau. Gut. Ja, das ist. Man gewöhnt sich an die Steuerung, denke ich. Aber immer. Ich bin nebendran ja noch Elix am Spielen und da sieht es halt ein bisschen anders aus, deswegen. Okay, was haben wir hier unten? Zeig mal her. Die Karte lädt gerade nicht. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall einen Bogen. Und Holz, um Lagerfeuer zu machen. Oh, guck mal hier, Feuerholz. Jawohl. Feuerholz. So. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Feuerholz, um ein Lagerfeuer zu machen für die Nacht, wenn wir draußen überleben wollen. Solange bleibe ich erstmal in der Nähe von unserem Lager. Wir wollen ja nichts riskieren. Jagen, Ressourcen. Boah, ich dachte schon. Okay. Ah, das sind wahrscheinlich diese Rehe und Hirsche, die hier rumlaufen. Aber wo ich einen blöden Bogen herbekomme, das wird mir nicht gesagt, oder? Okay, das Spiel hat anscheinend trotzdem noch ein paar Lags. Das ist wahrscheinlich auch, wenn ich in neue Gebiete reingehe. Aber es ist sicher mal gut zu wissen, wo wir jetzt ein Lager haben, damit wir uns aufwärmen können. Das letzte Mal haben wir es hier ganz knapp nicht geschafft. Gucken, ob wir hier oben was finden. Aber hier ist auch nicht viel. Wie sieht es denn überhaupt mit unserem Feuerholz aus? Was haben wir denn hier? 4 von primitive Pfeile. 4 von 20. Och. Na, guck mal, was haben wir denn hier? Nehmen wir alles mit. Nehmen wir mit. Boah. Guckt euch das an. Ich nehme an, das wird man noch im Laufe des Spiels erfahren, was das für Viecher sind. Komme ich hier runter, ohne zu sterben? Wollen wir es probieren? Nee, das probieren wir nicht. Können wir uns eigentlich auch zum Lager zurückporten? Geht das? Holzgebiete. Naja. Nee, wir laufen lieber. Ich will es nicht riskieren, dass wir da runterspringen und dann sterben. So.
bei 50% die Frosteinzeige. Müssen wir schauen, dass wir die im Blick behalten. Im letzten Teil wurde uns ja gesagt, dass wir Materialien suchen sollen, um einen Bogen zu bauen, aber... Okay, ihm wird langsam kalt. Ich glaube, das Grüne ist unser Lager, ne? Ja. Ja, er friert langsam. Ich werde ins Lager zurückgehen jetzt erstmal. Und nochmal schnell aufwärmen. Hol ich die Fackel sicher raus, dann wird uns nochmal ein bisschen wärmer. Hunger haben wir anscheinend auch, an ihnen auch nicht so sehr. Der Schleierrefugium, Tab, Aktionsmenü. Überblick. Oh, okay. Moral. Das sind meine Gefährten. Hier sind auch noch die Tasten von den Controllern. Also man sieht, es ist wirklich noch in der Early Access. Hier sind noch einige Sachen, Tag 2. Hier sind noch einige Sachen, die nicht richtig sind, sozusagen. Boah, wir müssen aber auch ganz schön weit zurück für unser Lager. Das Problem ist, glaube ich, ich weiß halt nicht, wenn wir anfangen zu frieren, also oben links unsere Lebensanzeige, wenn die anfangen zu friert, ob das überhaupt wieder weggeht. Icicles are beautifully cold. Don't melt them. So, tun wir uns mal aufwärmen. Gut, ausruhen. Müssen nicht so viel, so eine Stunde reicht. Genau, tipptopp, wir sind da aufgewärmt. Hinsetzen. Ja, ihr seid lustig. Ihr sagt mir, ich soll einen Bogen... Vielleicht stimmt das auch noch nicht so wirklich. Also vielleicht, wie gesagt, die Anzeigen können auch noch ein bisschen spinnen, dass man vielleicht noch gar keinen Bogen bekommt. Ich weiß nicht. Weil ich kann mir ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, wo ich hier einen Bogen finden soll. Oder beziehungsweise Materialien, um den herzustellen. Sieht man auch irgendwo die Tagesanzeige oder muss man sich da am Himmel orientieren? Wie viel, also die Uhrzeit, beziehungsweise wann es dunkel wird. Man merkt es auch, glaube ich, an der Temperatur so ein bisschen. Okay, das schadet uns nicht groß, die Höhe. Ist schon mal gut zu wissen. Oh, bei uns schneit es draußen auch gerade in dem Moment. Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Aber nichts, was ich brauchen kann, oder? Hier habe ich was. Nehmen. Wurzeln, Verband, Fasern. Alles nehmen. Ich glaube, wir müssen so klein probieren, wenn wir einen Bogen haben wollen, so Lager zu finden. Weil wenn, dann wird hier irgendwo einer vielleicht dann auch da drinnen liegen, wenn wir Glück haben. Guck mal, ich spiegel mich richtig im Boden hier. Schleichen tun wir. Ne, rennen. Auch nicht. Wo war nochmal schleichen? Ne. Control, genau. Also wenn der Grün, das Grüne da unten ist, ist sind wir wahrscheinlich unsichtbar sozusagen oder nicht sichtbar. Ich will nur ein bisschen aufpassen. Genau, ja. Nehmen wir mal an, wenn wir gesehen worden sind, leuchtet es rot oder so. Ja, okay. Gut. Was ist denn das hier in dem Turm da hinten überhaupt? Gibt es da was zu holen? Wir dürfen uns auch nicht zu weit vom Lager entfernen. Ich meine, es dauert ja auch ein Stück, bis wir wieder zurückgekommen sind.
Wie ein Tiger streichen wir. Streifen wir durch die Wildnis. Auf der Suche nach Nahrung. Hier haben wir auf jeden Fall eine geeignete. Nee, das ist ein Kristall. Das bedeutet Kristall. Was bedeutet nochmal dieses Blaue dort? Ist das ein Unterschlupf oder. Ach, ich weiß nicht mehr. Wieso wird denn der Himmel rot? Scheiße, was heißt denn das? Sonnenuntergang. Klasse. Wenn die Sonne untergeht, heißt dies, wir sind im Arsch. Okay, hier haben wir was. Oh, Leute, Jagdpfeile. Ein. Cool. Wow. Einen. Egal. Immerhin. Komme ich da nicht rein? Nee. Das ist noch nicht. Primitive Pfeile. Hier habe ich noch mehr. Feuerholz. Wurzeln. Oh, doch, hier kommen wir rein. Ich sehe aber nichts. Sag mal, Fackel. Oh, hier. Nee, warte mal. Treibstoff, Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer. Ah, da kann ich dann das Lagerfeuer dran machen. Das kann ich dann als Hütte benutzen. Das benötigt aber auch ein Lagerfeuer. Zeig mal Inventar. Wir haben 14 von 20 Holz. Okay, warte, ich will jetzt mal gucken. Feuerholz. Wie mache ich denn jetzt Lagerfeuer? Gegenstand ablegen, schließen. Warte mal, genau. Überblick, Inventar. Nee, wir konnten doch vorhin auch irgendwie craften. Feedback, fortsetzen, Option. Nee, das ist alles okay noch. Mit F mache ich diesen komischen Blick. Das ist eindeutig. A temporary patch. Scheiße. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Unverseuchtes Holz. Rüste dich mit einem Bogen aus, hat er gerade mir gesagt. Oh, das wusste. Scheiße. Komm schon. Lad auf. Lad doch auf. Alles nehmen. Von wo kam der denn? Nein! Ey, jetzt hab ich mich voll erschreckt. Hey, ich muss hier weg. Ich hoffe, das Vieh folgt mir hier nicht rein. Was auch, ob mich. Folgt mir überhaupt jemand? Es geht ja nicht. Seht ihr, es geht ja nicht. Verband ist mit 2. Ah ne, mit 3. Und Tab ist das hier. Gut, okay. Ich gehe jetzt nochmal zurück zum Lager, weil wir haben jetzt echt viel Holz. Marker setzen. Bitte mit A, mit M. Ich habe auf N gedrückt. So. Es wird sowieso Nacht. Wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir zurück zum Lager kommen. Und ich hoffe, wir können da einigermaßen ein bisschen, also wir können da ein bisschen, ja, was craften. Das bedeutet nichts Gutes. Was haben wir hier oben? Hey, erschreck mich doch nicht so. Wo bin ich? Verdammt. Verband. Bringt ja nichts, das Scheißteil. Hey, ich muss zum Lager. Ich bin gleich tot. Oh oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Lauf. Verdammt, ich kann mich, bin gar nicht umgucken. Da sind noch mehr.
Scheiße! Ey, ein Schlag und wir sind tot. Komm schon. Ich frage mich, ob die Fackel auch irgendwann ausgeht. Oh, wir sind ein ganz schönes Stück gelaufen, Leute. Wir sind wieder relativ sicher. Mit 4 habe ich was. Keine Ahnung, ich habe es einfach genommen. Fuck, draußen wird mir wärmer. Ja, ich habe es verstanden. Gut, wir haben es auf jeden Fall ein bisschen mehr im Griff als beim letzten Teil, beim letzten Part. Drücke I, um öffne dein Inventar und iss etwas. I. Ah, jetzt sagt das mir wenigstens. Gegenstand verwenden. So, ich habe keinen Hunger mehr. Ist ja schön und gut, aber wir können nichts anderes machen. Ja, erstmal bitte hier ein bisschen aufwärmen, ja? Es ist sowieso Nacht, also legen wir uns mal hin. Da kann man dann eben glauben, ich weiß nicht, wo wir dann hier so 8 Stunden. Was haben wir hier herstellen? So. Lagerfeuer. Eben, wir können es ja. Gegenstand herstellen. E. Sehr schön. Lagerfeuer ist hergestellt. Einen Bogen. Wir hätten schon längst einen Bogen haben können. So, herstellen. Ganz geil, ich verstehe, wie es läuft. Eine Axt sogar, guck mal hier. Ah, jetzt können wir keine Axt mehr herstellen. Primitive Pfeile. Nochmal eine Fackel? Ne, die brauchen wir nicht. Die hält ja relativ gut noch. Okay, jetzt will ich mal gucken. Ist es inzwischen wieder Tag geworden? Ja, okay, schauen wir mal im Inventar. Bogen, Gegenstand ausrüsten. Was habe ich jetzt gedrückt? Ah, ich habe Gegenstand ablegen gedrückt, oder? Ja, genau. Nochmal Inventar. Bogen, Gegenstand ausrüsten mit E. Stand there, tremble. Arrows falling to the ground, one by one. Pfeile, genau. 12 von 12. Drücke 2, um den Bogen zu spannen. Drücke zum Zielen und drücke zum Pfeilspannen abfeuern. Bogen. Oh. Kann man die Pfeile auch wieder aufsammeln? Nee, super cool. Das bedeutet, wir brauchen sicher mal. Aber wir haben jetzt ein Lagerfeuer für den anderen Posten. Wollen wir da noch hinlaufen? Das schaffen wir noch in der Zeit. Genau, da, wir brauchen unverseuchtes Holz, um Pfeile herzustellen. Und ein Lagerfeuer, logischerweise, aber das haben wir ja jetzt dabei. Feuerholz. Komm, ich tu noch ein paar Lagerfeuer herstellen. Man weiß nie, ob man die brauchen kann. Gut. Was haben wir hier noch? Das ist das zum Essen? Nahrung. Geröstete Bitterwurzel. Ja. Was ist das hier? Bitterwurzel? Aus denen kannst du Fasern machen. Gut. Okay, das ist so ein richtig geiles Crafting-System. Gefällt mir bis jetzt ziemlich gut. Etwas schlicht gehalten, aber das Spiel baut ja auf andere. So, jetzt können wir auch jagen gehen. Richtig geil. Aber ich würde vorschlagen, dass wir auf jeden Fall noch zum... Wo ist denn der? Oh, das sehe ich nicht mehr. Ich glaube, das war hier gewesen. Dass wir zu diesem Posten hingehen. Elf Pfeile haben wir noch. Ich bin gespannt, wie... Das war ungefähr in die Richtung gewesen. Ich glaube, da hinten, wo dieser gelbe Schein ist. Werden wir angegriffen? Oh Mann.
Ist das Ding stark? Ich weiß es doch nicht. Ich kann es erst sehen, wenn ich es jetzt so angreife. Nein, komm schon. Komm. Nein. Okay, wir müssen weg. Ich Depp hab auch, war auch dreimal daneben geschlagen. Folgt uns das noch? Nee. Ich höre aber was. Ich glaube, der Bogen ist eher wirklich nur zum Jagen geeignet und nicht zum Kämpfen. Das sind ja auch nur so ein paar Holzpfeile. Haben wir hier irgendwas? Ja. Eine große Tasche. Holzpfeile, sehr schön. Ah, die, oh, hier haben wir Feuerholz. Feuerholz. Hier hinten haben wir noch Sachen. Feuerholz und Wurzeln. Aber ich habe doch Pfeile aufgesammelt. Wieso habe ich denn nur noch 7 Stück? Hä, wieso habe ich dann 9? Aber weil sie im Inventar liegen, deswegen. Gegenstand ausrüsten. Oder? Ja, genau. Die laden sich also nicht automatisch auf. Ich muss also immer wieder ins Inventar neu reinziehen bis jetzt. Gut. Ist okay. Ich will noch schnell das Lager aufschlagen. Wo war denn die Hütte? Ich glaube, die war da hinten. Ja, ich sehe sie. Schnell ein bisschen rumgucken. Sehen wir was? Also nachts ist auf jeden Fall gefährlich, habe ich das Gefühl. Wir haben langsam Hunger. Das ist das Knurren, was wir hier hören. Aber das kann uns jetzt erstmal egal sein, weil wir haben es jetzt zu unserem Lager geschafft. So, jetzt müsste das doch gehen. Jawohl. Nein. Treibstoff. Ein Lagerfeuer. Wir müssen es vielleicht ausrüsten. Check mal. Wo haben wir denn das Lagerfeuer? Ich habe doch ein Lagerfeuer hergestellt. Inventar. Nahrung. Hä? Was soll denn das? Verbleibende Leben 3. Okay, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall wieder zurück, erstmal schnell. Das schaffen wir noch von der Zeit. Und dann werde ich dann in Ruhe jetzt dann nochmal schnell nach dem Part schauen, wie man ein Lagerfeuer in so eine Kanister macht. Ansonsten überleben wir hier ja nicht lange. Ich habe aber 2 Lagerfeuer hergestellt. Aber unten links sehe ich aber auch nichts. Das mit 5. Ich weiß es nicht. Ich schau mal nach. Keep going. Death is a long slumber. So. Dann verab. Okay, dann werde ich an der Stelle mich schon mal von euch verabschieden. Es wird sowieso langsam Nacht. Oh, guck mal da hinten. Das sind diese Viecher. Take a bite. Another reason for me to eviscerate you. Ja, also wie gesagt, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, der zweite Part. Ich werde auf jeden Fall weitermachen noch. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Teil wieder ein. Und ja, dann hoffe ich doch, dass ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder mich zumindest mal abonniert oder so. Keine Ahnung, ich könnte Unterstützung ein bisschen gerade gebrauchen. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch so wie mir gerade. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, Leute. Und ciao.